So, und damit herzlich willkommen zu der dritten Folge der Hunter Roleplay. Und der Nilsi ist heute auch wieder dabei. Moin. Und letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Diese Folge geht's weiter. Ja, mal gucken. Gibt kein besonderes Ziel, würde ich sagen. Einfach mal ein bisschen pirschen. Ich bin ja wieder dran mit Schießen. Und gucken wir mal. Abschlussplan vorantreiben, ne? Ja. Perfekt. Dann gehen wir mal los. Ja. So, wir sind mal ein bisschen weiter gepirscht und hier unten am See stehen zwei Dummies, sagt Nils, und Nils steht da Ja, oben. die sind aber auch schon Hasta la Vista, glaube ich. Sind beide Hasta la Vista? Ja, das waren Dreie. Das waren drei! Ja, Dreie. Einer ist da hinten. Den sehe ich, der steht am nördlichen Ufer. Hier unten läuft einer. Ja, dann nimm. Aber im Wasser. Im Wasser kann ich nicht schießen. Da läuft auch noch einer. Wo? Ein Vierer. Da läuft auch noch, aber Ah. das ist weiblich. Ja, Weiblich dann. will ich nicht schießen. Wo bist du jetzt? Wo ist denn der Vierer? Der ist jetzt im Busch, glaube ich. Ja. Dann Afghanistan. Da unten rennt, unten am See. Wo bist du denn? Ich sehe den von Ja. hier. Hä? Wie kannst du ihn von da sehen? Durch den Busch durch. Von mir. Ich sehe ihn von hier oben. Von hier oben sehe ich ihn. Du musst noch nach hier oben kommen. Nee, warte mal. Du hast noch mal bessere Sicht hier unten. Vielleicht kann ich ihn ja Ja, auch ich habe sogar ranfahren. freie Sicht jetzt gerade auf ihn. Jetzt könnte ich ihn sogar umlegen. Hast du auch Kugel Ich gefangen? stehe, ja, er steht gerade breit. Kommt er zu mir? Nee, er steht am See, aber ich weiß es nicht. Na, lass ihn mal kommen. Ja, mach ruhig. Wo bist du denn? Bin hier unten. Ich weiß nicht, wo du bist. Das ist nervös. Was machen die eigentlich da oben? Machen die ja jetzt Kanada ganz jagd? Ich weiß es auch nicht, was die machen im Mittlerwald. Die Bei mir beiden hier. Julians. Ja, okay. Hier kommt noch irgendwo was. Ja, aber der eine, der ist in diesem Schilfgürtel drin, weißt Hier links, links vom See, ne? du? Ja, links in dem Schilfgürtel. Genau da, wo du bist. Der ist genau da in dem Schilfgürtel ist der drin. Also war er gerade, ich weiß nicht, ob er jetzt rausgerannt ist. Ey, ganz ehrlich, ne? Deine Beschreibung. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Ja. Ja, er ist in dem Schilfgürtel drin, ich sehe ihn. Also ich sehe seine Punkte. Ich sehe ihn nicht komplett, ich sehe seine Punkte. Ich sehe sein schönes Fell. Ich mir auch schon so ein Fell, Ja. ey. Warte. So, jetzt müsste ich. Steht er am Ufer oder steht er. Nein, er ist, glaube ich, in dem ganzen Gürtel drin. Also in dem Schilf. Der macht es mir auch nicht einfach, Da, ne? guck. Da. Jetzt hat er Kopf hochgenommen. Da rennt er. Läuft weg? Ja, er ist weg. Flüchten? Ja, flüchtend, der ist aus der La Vista. Ja, kein Oh, Schuss mehr auf dich. Mann. Ja, okay, dann gucken wir mal weiter. Dann komm du mal erstmal runter da. Ja, mach Abgehoben, ich. ehrlich. Ja, ist auch besser, dass du gehst. Okay. Ja, aber da ist auch Buschwerk vor, ne? Ja. Wenn der jetzt einen reinknallt, dann. Keine, ja, keine Wie. Ahnung. Endpunkt. Das ist auf jeden Fall getroffen. Ja, das. Gut, Jetzt steht es schon 2-2. Mit den scheiß Schüssen. Eieiei, bin ich. Schnuffi, komm mal lieber mit. Warum hast du keinen Küchenschuss probiert? Ja, ich war eigentlich ganz gut drauf. Gut. Aber da waren natürlich auch Büsche vor, obwohl das Vielleicht da. sollten wir. Warte. Da, jetzt warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz gucken. Wo ist der andere? Wenn ich den anderen sehe, dann niete ich den auch noch um. Geh du mal auf. Geh du mal. Geh du mal links, ich geh mal rechts her. Ja, mach mal. Vielleicht I founded the other. Mal Deutsch reden hier. Then I very impossible. Ja, Deine okay. Mom wäre impossible, ist klar. Ein Vater. Oh Da, ich sehe Mann, den anderen, ich sehe den anderen. ey. Na, er ist weg. Hat keine Lust mehr gehabt. Lass ihn mal laufen, ne? Du bist aber auch, ne? Ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn. Ja, Ich ich bin bin im vor dir. Anschlag, dann bin ich wieder weg, dann Ja, bin ich er stand wieder. vor mir. Ich hatte gerade die Knarre im Anschlag, dann ist er losgelaufen. Die Knarre. Ja, die Knarre. Die Knarre.
genau? Er kennt sie nicht. Die Knifte. Den Schießstock. Genau. So, hier müsste er irgendwo gestanden haben. Sagt Schnuffi auch. Ja, das wird, glaube ich, eine Nachsuche. Das glaube ich auch. Eieiei. Was ist denn heute los? Ja, heute ist irgendwie ganz scheiße bei uns. Ja, heute ist, weiß nicht, läuft einfach nicht. Ja, ist so. Heute ist irgendwie scheiß Schüsse, alles. Alles scheiße. Wir müssten irgendwie, rennen aber schon in die richtige Richtung, weil da ist auch Rotwild. Ich will ja am besten nachher auch nochmal Rotwild schießen. Ja. Das passt. Ja, hier liegt ja schon. Ach, super. So schlecht war der Schuss, sogar Schulterblatt. Der Schuss ist nicht durchgegangen. Oh, scheiße. Mit was hast du denn geschossen? 30 nur 6, aber waren ja immerhin 205 Meter. Ja, okay. Okay, annehmen, ich trage ihn ein und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Rotwild, oder? Genau, ja, ich komme mal zu dir nach oben gerannt. Perfekt, dann gehen wir mal weiter. Mann, nee, ehrlich, also, wie kann man denn so nervös sein? Jetzt hat er einen Fuchs und einen Hirsch geschossen. Alles nicht auf Aufnahme, weil er so nervös ist. Nein, einfach so, möchten Sie? Ich will nur unseren Abschlussplan erfüllen. Wir müssen ja, ist klar. Mit Sammeldugelteilen. Alter, einmal voll durch. Von hinten bis vorne. Einmal schon direkt aufgebrochen. Ja. Da oben leuchtet der Licht. Ja. War das männlich oder weiblich? Ah, muss ich. Männlich. Männlich. Kannst du auch einsammeln. Also. Was? Ja, der kam so schön. Ja. Merkt das schon. Ja. Ehrlich, ne? Das war der vom See gerade. Da habe ich mir auch den richtigen ausgesucht. Als Begehungsscheininhaber, ehrlich. Oh. Da ist Rotwild. Da hat einer zu viel Sprudelwasser getrunken. Genau. Ja, aber guck mal, wie schön der. Guck mal, was ist ein schöner Schuss. Ja. Schön ist ein Weiberarsch, ne? Kein Schuss oder keine Trophäe oder so. Nein, aber trotzdem. Ja. Der Schuss war doch gar nicht so scheiße, ne? Ja, ja. Komm, weiter geht's. Also. Geht weiter. Stopp. Ruhe. Ja. So, Le. Genau im Wind steht hier jetzt anscheinend Rotwild. Sagt zumindest Nils. Nils würde ich zwar nicht trauen, aber. Stimmt, ich habe auch noch so ein Stinkemittel, oder? Ausrüstung, Geruchsreduzierer. Aber bringt auch nicht so viel, wa? Weiß ich nicht. Nils, bist du noch da? Ja. Perfekt. Wollen wir mal callen oder ein bisschen zurückgehen? Dann? Ist egal. Wo steht Dammwild? Was? Links von uns auf den Feldern müsste, beziehungsweise unten am See steht Dammwild. Hat gecallt? Ja, er hat gecallt. Und vor uns müsste irgendwo Rotwild sein. Ja, lass mal ein bisschen zurückgehen, dass sie hier rausziehen können. Und dann am besten nur ein Hirsch, bitte. Ja. Eigentlich hast du ja jetzt gerade zwei Stücken hintereinander geschossen, ne? Ja, ich werd dafür bezahlt. Okay. So ein Ding ist das. Wer bezahlt dich denn? Weiß ich auch nicht. Das ist natürlich doof. So, kann da jetzt ein dicker neuner Hirsch rauswechseln aus dem Busch oder was? Ich bin ja dran mit Schießen. Ja. Aber da ein neuner rauswechseln kann, glaube ich, das dauert ein bisschen. Meinst du, der kommt nicht? Ne, ich glaube, die sind schon wegen dem Wind weggegangen. Ja, scheiße, dann lass uns da mal hinterhergehen, würde ich sagen. Oder? Ja, können wir gerne machen. Ja, dann gehen wir da schnell hinterher. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich sehe ihn, seh. Soll ich? Nee, ich schieß. Mach du, ja, dann mach. Gib ihm. Gut gemacht. Ja. Endlich mal getroffen. Das sagst du deinem Jagdpächter. Ehrlich, ne? Dafür hättest du schon den Begehungsschein weggenommen haben müssen oder so. Ja, das machst du ja aber nicht, weil ich das darf. Du darfst das ja auch bei mir. Genau, das. Ehrlich, ne? Wer auch Mitleid mit mir hat, der sollte das vielleicht mal in den Kommentaren teilen, ehrlich. Jeder, der das reinschreibt, ist ein kleiner Knecht. Netter Junge. Nein, jeder ist. Ey, wer das da reinschreibt, ist ein Sklave von Maurice. Nein. Doch. So. Vergesst ihn nicht schon wieder einzutragen, den Bock. Ja, so. Vergesst das nicht. Oh, naja, lass laufen, weiblich. Gut, dann gehen wir mal wieder Richtung Felder, würde ich sagen. Oh. So, wir sind ein bisschen weitergegangen. Und da steht ein Vierer Hirsch.
Und da steht auch noch ein Rotkehlwild. Das kommt nach hier oben. Das Rotkehlwild. Dann nimm du das, ich nehm den Hirsch. Ja, Sag, bereit? wenn du. Ja, sag, Dann. schieß. Gut, der Hirsch liegt. Das Stück Kehlwild auch. Perfekt. Perfekt. Okay. Wir sammeln mal beide Auftragen Jo. ein. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für die Folge. War nämlich schon wieder viel los. Auch wenn es eher wenige Szenen waren. Warte mal ganz kurz, Maurice. Aber Nils hat schon Ich wieder was vor. glaube, da oben steht noch eine Ricke. Und würde ich sagen, können wir das ja in der nächsten Folge angehen. Ja, stimmt, das machen wir einfach. Perfekt. Dann sammle ich mal ein Stück Rotkabel auf. Ja, guten Schuss. Einzelnes Stück. Das kann man ruhig mal mitnehmen. Hast du eingesammelt? Ja. Ja. Perfekt. Dann würde Und ich sagen, lass gerne noch ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht zu kommentieren, dass ich ein ganz netter Dude bin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. ciao, ciao.